Wenn diese die Religion als die Erkenntnis aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote versteht, so sinkt damit die Religion zu einem bloßen Mittel zur Verstärkung der Moral und überschreitet also kaum die Fassung der Aufklärung. Nur die Energie, mit der Kant diese entwickelt, hat seiner Erörterung einen besonderen Nachdruck gegeben. Aber alle Kraft, womit er die moralische Seite der Religion hervorkehrt, alle Kraft, womit er alles Scheinwesen in ihr mit erfrischender Entrüstung bekämpft und vollste Wahrhaftigkeit der Überzeugung fordert, sollte nicht übersehen lassen, dass hier der Religion alle eigentümliche Art und Wirkung versagt wird. Kants persönlicher Überzeugung bedeutete, wie auch verschiedene Stellen seiner Schriften bekunden, die Religion weit mehr. Hier hatte sie weit mehr Selbstständigkeit, Wärme und Innerlichkeit. Seine Philosophie aber verbleibt bei jenem Moralismus, einem Moralismus freilich größten Stiles. So erscheint hier ein weiter Abstand zwischen den beiden größten Geisteshelden deutschen Lebens, zwischen Luther und Kant. Auch wenn beide in der Voranstellung der sittlichen Persönlichkeit und in der Forderung einer vollen Unmittelbarkeit und Wahrhaftigkeit des Lebens innerlich nahe verwandt sind. Kant sagt, du kannst, denn du sollst. Luther sagt, vom Sollen lässt sich nicht aufs Können schließen. Das ist der Unterschied einer überwiegend moralischen und einer überwiegend religiösen Lebensgestaltung. Wie immer wir aber zu diesen Problemen stehen, wir müssen es Kant zu höchster Ehre rechnen, dass er die Größe und Würde der Moral gegenüber der landläufigen Verflachung wieder voll zur Geltung und Wirkung gebracht hat.